Freunde, jetzt gibt es 15 Dinge in Minecraft, die jeder hasst. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Der gute alte Gaming Guides ist mal wieder am Start. Wie immer, Leute, abonnieren, liken, let's go. Minecraft ist ein wirklich tolles Spiel, keine Frage. Jeder würde da, glaube ich, zustimmen. Doch je mehr man ein Spiel liebt und somit mehr Zeit in es investiert, desto mehr lernt man ebenfalls Dinge oder Situationen kennen, die man einfach nur hasst. Oh, ja. Und das ist nicht übertrieben. Und genau nach solchen Situationen habe ich einfach mal in den verschiedensten Foren und allgemein auch das Internet abgesucht und 15 davon für euch zusammengefasst, um euch wirklich die 15 meistgehassten Dinge in Minecraft vorzustellen. Da bin ich ja mal gespannt, was kann man... Also es gibt sicherlich immer Dinge, aber was kann man an Minecraft so richtig hassen? Falls ihr ebenfalls davon Dinge hassen solltet, vergesst auf jeden Fall nicht, das Video zu liken und natürlich auch weitere Dinge unten in die Kommentare zu schreiben, falls ihr da noch welche auf dem Buckel habt, die euch auch hier und da mal richtig nerven in irgendeiner Form. Außerdem habe ich gehört, dass wenn man den YouTuber GamingGuides.de kostenlos abonniert, passieren die heute gezeigten Dinge nachweislich, wissenschaftlich, wirklich nachweislich weniger im Spiel. Kein Scherz, probiert es einfach mal aus. Glaube ich gerne. Okay. Gehen wir aber auch mit der ersten Situation oder mit der ersten Sache von heute. Denn die folgende Situation dürfen viele von euch, wenn nicht sogar jeder von euch, kennen. Man kommt von einer sehr, sehr langen Reise durch den Nether nach Hause zurück oder will nach Hause zurück und freut sich bereits, all den Loot in seine Base zu bringen, um, nun ja, Dinge damit halt zu machen. Nur blöd, wenn das Portal an sich nicht korrekt oder gar nicht gelinkt wurde mit der Overworld und schon kommt man dann irgendwo in der letzten Walachei aus und muss halt erstmal seine Base wiederfinden. What? Das ist mir noch nie passiert. Leute, ist bei euch schon mal das Nether-Portal nicht richtig gelinkt worden, sodass ein neues erstellt? Nee, ist mir noch nie passiert. Schreibt's gerne mal in die Kommentare, Leute. Aber bei Paletto war eigentlich immer alles geilo. Wer hier keinen guten Navigationssinn hat, so wie ich zum Beispiel, hat quasi fast schon verloren. Und es kann enorm lange dauern, bis man dann einfach sein Zuhause wiederfindet. Jetzt mal ehrlich, ich weiß, dass Geduld eine Tugend ist, aber wie nervig ist es bitte darauf zu warten, dass Grasblöcke sich weiter ausbreiten und daneben liegen. Oh ja, das stimmt. Das finde ich tatsächlich übertriebenst nervig. Manchmal dauert es gefühlt 2 Sekunden und manchmal gefühlt 7 Tage. Blöcke endlich weg sind. Vor allem beim Bauen von unter anderem einer Blumenfarm, wie jetzt zum Beispiel bei Craft Attack 8, kann das enorm nervig sein, weil es teilweise sehr, sehr lange dauert. Also klar, mit einer Schaufel mit Behutsamkeit drauf lässt sich das Ganze verhindern und du kannst dann halt auch die ganzen Grasblöcke ganz normal platzieren. Aber wenn man die... Wo ist eigentlich Flaschi? Ich habe hier nur meine wunderbare Hamburg-Tasse gerade. Scheiße, habe ich den Jungen vergessen, weil ich habe hier ein bisschen Tee drin. Ich weiß nicht, ob ich das hier schaffe ohne Flaschi. Jeder kennt sie, jeder weiß, wie flink und nervig sie sind und jeder hasst sie gefühlt. Baby-Zombies. Vor allem im Hardcore-Modus können sie ein absoluter Krampf sein. Sie machen zwar nur 5% der Zombie-Spawns aus, sind also etwas seltener, sind aber 30% schneller als die normalen und das kann manchmal einfach nur abkrass normal Die haben so eine nervige Hitbox. Vor allem, wenn man sich aufgrund der Größe und der Schnelligkeit auch nochmal irgendwie nicht so direkt hittet, das ist halt ein absoluter Krampf, die teilweise umzubringen und es nervt einfach abgrundtief. 100 pro. Gasts oder Guests. Also ist irgendwie gefühlt, jeder spricht sie anders aus. Aber es geht ja nur nicht nur um das Mob selber an sich, das hier und da natürlich auch mal nervig sein kann, sondern um dessen Geräusche einfach. Ja, man kann es kaum nach... Fand ich, also... Junge, klingt wie deine Mutter. Sorry, Leute. ...machen, aber jeder sollte wissen, wovon ich hier rede. Vor allem, wenn man etwas länger im Nether unterwegs ist, kann man das Rumgestöhne der Mobs, so nenne ich es jetzt einfach mal, kann das Ganze auf jeden Fall schon mal nerven. Klar, man kann diese einfach mal in den Settings ausstellen, also die ganzen Mob-Sounds, aber so einen Aufwand möchte ich jetzt gar nicht betreiben. Nein, vor allem nachher hört man andere Mobs nicht, die sich von hinten irgendwie nähern oder sowas in die Richtung. Kleiner Funfact aber am Rande, die Geräusche eines Gasts stammen doch tatsächlich von der Katze von C418, der nahezu alle Soundtracks und Schallplatten im Spiel komponiert hat. Wusstet ihr das eigentlich? Ist es gerade... Ja, also, sie dürfen doch heute im Video auf jeden Fall nicht fehlen, oder? Das hat bei mir so immer so hin und her gezuckelt, aber das ist wohl so im Video. Die Phantome. 2018 mit dem 1.13 Aquatic Update durch ein Community Mob Voting dazugekommen und seitdem bei vielen Spielen... Warum votet die Community in Minecraft immer nur... Es tut mir leid, scheiße. Die Phantome ist doch super ätzend, wenn man... Ja, ich habe nicht lange genug geschlafen und da kommen plötzlich die Mobs. Finde ich eher ätzend, muss ich sagen. Also, ich finde, das ist kein sinnvolles Feature. Spielern das meistgehasste Mob im Spiel. Was für eine Ironie. Schläft der Spieler 3 Nächte nicht, leidet er ja an so einem sogenannten Schlafdefizit und die Phantome werden gespawnt und diese blaulich-rochenartigen Monster können zwar einfach umgangen werden, indem man einfach schläft, aber nervig sind sie dann doch allemal, wenn sie dann spawnen. Auf dem Ranking der meistgehassten Mobs, muss man sagen, sind sie mittlerweile sehr, sehr weit oben.
Und es ist so, ich denke mal 80-90% der Spieler würden dieses Mob auch wieder entfernen. Aber seid ihr der andere Meinung? Schreibt es ansonsten mal in die Kommentare. Yes, ich denke, jeder von uns liebt es, seine Ich muss einfach sagen, ich würde mir einfach eine größere Vielfalt an Mobs wünschen, denen man so draußen begegnet, weil die sind jetzt keine große Herausforderung. Du gehst ins Bett und die sind weg. Bumm, damit hat sich das erledigt. Aber mir fehlen manchmal einfach so ein paar mehr Mobs. Ausrüstung immer stärker zu machen, oder? Und irgendwann natürlich auch zu verzaubern. Man spart sich all seine XP zusammen, schnappt sich sein Lapis und schmeißt dann auch die gewünschte Ausrüstung in den Zaubertisch. Umso nerviger und auch enttäuschender, wenn der Verzauberungsgott nicht auf seiner Seite ist und sich die letzte, ach so vielversprechende und auch teuerste Verzauberung als absoluter Flop herausstellt. Die in Anführungsstrichen verlorenen Erfahrungspunkte oder einen Teil davon kann man allerdings mittlerweile Gott sei Dank mithilfe des Schleifsteins zurückgewinnen und die Ausrüstung dann auch wieder entzaubern. Ja, ich muss sagen, das finde ich gar nicht so nervig, weil ich finde das immer ganz cool, weil man freut sich dann so, jawohl, Fortune 2 oder irgendwie, ja, wir haben Schärfe, let's go. Finde ich, ist an sich immer geil. Also muss ich sagen, finde ich jetzt nicht irgendwie nervig. Tolle Sache, aber trotzdem eine absolut nervige Sache auch gleichzeitig. Wir alle lieben Villager, oder? Ja. Sie bringen immer wieder aufs Neue sehr viel Leben ins Spiel. Und das ebenfalls vor allem auch nach dem Village und Pillage Update, wo ihr die ganzen Dörfer etwas krasser gestaltet. Das fand ich auch nice. Es gibt neue Jobs, Verhaltensmuster etc. etc. Was aber nicht so toll ist, ist das Transportieren dieser NPCs. Möchtest du zum Beispiel eine eigene Trading Station in deiner Base bauen mit den Villagern oder eine Eisenfarm, whatever, müssen diese ja erst einmal an einen bestimmten Ort transportiert werden. Dies kann man dann entweder mit einem Schienensystem, mit einer Lore bis zu der besagten Stelle machen oder halt logischerweise mit einem Boot. Beide Methoden kosten allerdings sehr, sehr viel Zeit und auch Nerven, weswegen... Glücklicherweise hatten wir in unseren Projekten immer die Portal Gun oder die Gravity Gun. Das war mal sehr geil. Sich man teilweise das Ganze zweimal überlegt, mache ich das so oder nice, mache ich das nicht. Wie gesagt, es dauert teilweise sehr lange. Never dig down straight ist wohl das wichtigste und auch ungeschriebene Gesetz in Minecraft, woran sich aber trotzdem noch sehr, sehr viele Spieler nicht halten, muss man sagen. What? Aber auch Spieler, die sich zu 99% in Anführungsstrichen an diese Regel halten und sie befolgen, erleben oft die Situation, dass wenn sie die Regel dann doch mal brechen, kommt er hier und da schon mal vor, entweder in einen Lavasee fallen, sterben und all ihr Stuff verlieren logischerweise in der Lava, außer Netherite-Ausrüstung, oder die bessere Variante in diesem Falle, durch ein Loch in eine riesige Schlucht fallen. Der Loot würde in diesem Falle zwar überleben, dennoch ist das Ganze eine Situation, die man dann doch hier und da mal gerne vermeiden möchte. Das ist meine Minecraft. Ist mir noch nie passiert. Glaube ich zumindest. Also ich grab selten einfach nur straight up nach unten, außer wenn ich ein bisschen trollen möchte. Aber nee, ist mir noch nie passiert. Meinen geht, um Ressourcen zu sammeln, brauche ich glaube ich niemanden erzählen. Hierfür braucht man dann im besten Fall Ausrüstung und die Ressourcen, um sich gegebenenfalls neu zu craften, die man so braucht. Und natürlich was zu mampfen. Und ganz, ganz wichtig auch Fackeln, um alles auszuleuchten. Wie willst du sonst was sehen, oder? Der wohl in diesem Fall nervt. Der nervigste Moment, den ich hier und da schon mal erlebt habe, ist es, wenn Wasser durch irgendeinen Block, den man abbaut, fließt und all... Nee, ich finde, das nervigste da ist Kies. Wenn du auf so eine nervige Kiesader triffst und du baust das ab und es fällt immer von oben immer weiter runter und du baust es ab und oh, überall... Oh, finde ich am... Also... meine platzierten Fackeln wieder abbaut, die ich dummerweise auf dem Boden platziert habe. Kommt heutzutage zwar seltener vor, da man die Fackeln im besten Falle an die Wände platzieren sollte, aber dennoch eine nennenswerte und auch gehasste Sache im Spiel, wie ich so herausgefunden habe. Vor allem Leute, die gerne mit Holz und auch natürlich mit den Baumstämmen bauen und arbeiten, kennen folgende Sache, denke ich mal, sehr gut. Man ist fertig mit seinem Bauwerk aus Holz, ändert noch so die ein oder anderen Feinheiten und schwupps, oh Junge, man entrindet aus Versehen einen Baumstamm. Kann hier und da mal gut aussehen, aber in diesem Fall eher weniger und klar kann man diesen dann einfach durch einen neuen ersetzen. Nervig. Da muss ich auch einhaken. Was ich manchmal nerviger finde, ist die Platzierung von Holzstämmen, wenn man so im falschen Winkel steht. Oder auch das Platzieren von Treppen, wenn du daraus so ein Dach bauen willst. Das finde ich übertriebenst nervig. Auf der Rangliste der meistgehassten Dinge, ganz, ganz weit oben, ist das 1.9 Kampf-Update. Hasse ich immer noch. Dieses Update brachte nämlich sehr, sehr viele Änderungen, wer hätte es gedacht, rund um das Kampfsystem mit sich. Die wohl schlimmste Änderung, laut vielen Spielern, ist der Cooldown. Sprich, man muss mal einen Schlag warten, bis er sich wieder auflädt, in Anführungsstrichen, um erneut mit voller Kraft zuzuschlagen. Dieses Update soll bei vielen Spielern den Ausstieg aus der PvP-Szene, wie auch natürlich aus dem Spiel, gesorgt haben. Also tatsächlich haben Leute das Spiel gequittet wegen diesem Update. Wie seht ihr das Ganze? Mittlerweile wissen wir, ein neues Kampf-Update wird kommen in naher Zukunft. Aber eure Meinung zum 1.9 Kampf-Update kennen wir unten. Ich fand es schrecklich. Die folgende Sache... Oh, Junge. Da kriege ich schon wirklich original Plack, wenn ich darüber spreche. Man sortiert gerade entspannt seine Kisten oder versucht es zumindest in irgendeiner Form. Und plötzlich hört man hinter einem nur dieses... Und genau dann weißt du eigentlich... Jo, es ist so spät. Ist das nicht jedem schon mal passiert? Also, da muss ich sagen,
Ich weiß nicht, wie oft so ein freaking Creeper, vor allen Dingen in der Anfangszeit, mir meine gesamten Kisten weggesprengt hat. Ich bin nochmal weg, ne? Also ein Creeper explodiert einfach und reißt all deine Kisten mit in den Tod. Und der ganze Loot, der viel zu viel für dein ganzes Inventar ist, liegt dann nun wieder völlig durcheinander auf dem Boden. Und du kannst deine ganze Sortierung einfach mal von neu beginnen. Oh, Junge. Zum Thema Bauen gibt es bei Glas aber auch immer wieder, wie ich finde, Aufregungspotenzial, wenn man das so nennen kann. Denn verbaut man sich hier, vor allem mit dem letzten benötigten Glasblock, den man noch so platzieren muss, gibt es ohne Behutsamkeit nur die Option, einen neuen Glasblock herzustellen und ihn dann auch wieder versuchen, in Anführungsstrichen, zu platzieren. Daher ist das Bauen... Ja, vor allen Dingen, wenn man ausprobieren möchte, sieht das jetzt besser aus, so einen großen Glasblock zu nehmen oder diese Glasscheiben? Und dann musst du es halt abreißen und ist immer komplett weg. Und Glas, wie ich finde, oftmals eine kleine, aber feine Geduldsprobe. Jeder hat bestimmt auch schon mal den Moment erlebt, wenn die Fackeln irgendwann mal alle sind. Vor allem mit den neuen 1.17 Höhlen, die ja deutlich größer sein werden und mehr Fackeln benötigen als die alten Höhlen, dürfte dies schon mal öfter vorkommen. Deswegen ist es verständlich, dass Spieler den Moment hassen, wenn einem die Fackeln, die ausgehen, oder man hat kein Essen mehr. Oder die Spitzhacke ist so gut wie kaputt und man muss nach oben. Das sind so, glaube ich, die drei Sachen, die mich am meisten nerven. Ist immer meistens selbst verschuldet, aber nervt trotzdem. Fackeln und die dafür nötigen Ressourcen, wie Sticks unter anderem, in einer Höhle ausgehen. Und dann stehst du da einfach mal im Dunkeln, könntest höchstens noch die letzten Fackeln von vorher abbauen und wiederverwenden. Aber nervig und ein gehasster Moment ist es auf jeden Fall allemal. Ja. Wie eben auch schon erwähnt oder geschwärmt, Villager sind ganz, ganz toll, muss ich sagen. Es ist einfach so. Aber manchmal sind sie auch ein wenig nutzlos. Und ich rede jetzt hier nicht vom Nichtsnutz, dieser Dorfbewohner einfach gar nichts kann, sondern von den Trades allgemein. Also manche Trades sind teilweise oder ergeben teilweise absolut keinen Sinn oder sind einfach Wucher. Vor allem der fahrende Händler geht da weit voran. Stimmt. Und ist ein Händler, muss ich sagen, bei dem ich... Der rippt einen immer. Aber ich muss sagen, da verhält sich das wie bei den Verzauberungen. Dieser Random-Effekt finde ich immer cool, wenn man dann gerade so, ja, wir haben einen geilen Villager. Das ist schon immer ein cooler Moment, muss ich sagen. In der Vergangenheit, ich glaube, kein einziges Mal gehandelt habe. Wie sieht es bei euch aus? Schreibt es gerne mal in die Kommis. Das soll es dann aber auch schon für heute gewesen sein. Das schreibt war gerne eine coole mal eure Liste. Meinung zu den genannten Dingen hier heute in die Kommentare. Ja, fand ich sehr, sehr geil. Danke, Game Guides.